Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ganz herzlich grüße ich Sie und euch heute zu unserem digitalen Gottesdienst am 31. Oktober hier vor unserer schönen Odenbüller St. Vinzenz Kirche auf Nordstrand. Schön, dass Sie und ihr heute mit dabei seid. Ein großer Dank vorweg geht an Maurice Entrand-Cranson für das wunderschöne, befreiende Klaviervorspiel nach dem alten Gospel When Israel Was in Egypt's Land in einer Bearbeitung von Marc-Alexander Heilmann. Herzlichen Dank dafür. Der heutige Reformationstag, der erinnert uns daran, dass Gott uns zur Freiheit berufen hat. Das Evangelium von der Gnade Gottes, das möchte unsere Herzen erneuern und ist eine bleibende Einladung für uns als Gesellschaft, für unsere Kirchen, aber auch für uns ganz persönlich. Lasst uns gemeinsam diesen Gottesdienst nun feiern im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir hören auf Worte aus Psalm 46. Gott ist unsere sichere Zuflucht und Stärke, ein bewährter Helfer in der Not. Darum fürchten wir uns nicht, auch wenn die Erde bebt und die Berge ins Meer versinken, wenn die Fluten toben und tosen und die Berge davon erzittern. Die Stadt Gottes kann nichts erschüttern. Gott selbst ist in ihren Mauern, Gott hilft früh am Morgen und ist unser Schutz. Kommt her und schaut die Werke des Herrn, macht Frieden und erkennt, dass Gott mit euch ist.
Wir hören auf die Seligpreisung aus dem Matthäusevangelium im 5. Kapitel. Jesus ging auf einen Berg und sagte zu seinen Jüngern: Selig sind die, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind die, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind die, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Hallo, nama saya Gladina Mariati Tambubolon. Saya mau nyanyi lagu Hodo Rajaku. Oh Tuhan, molotu nalilu peau, totong mau taiti, tudalan mi, totong nasalah kaki oh Tuhan molotum mabiar peau saitiok matangaku saito sondangi marohaku urasi tondiki hodo hati uroni hodo muali hodo dalam natutu hodo sasude luai sahatu surgoa binaini mudarmi hodo rajaku nama nobu sao jang bima biarau Tuhan mateani. Vielen Dank. Wir bekennen nun unseren christlichen Glauben mit den Worten des Glaubensbekenntnisses. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben. Hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, der Reformationstag, der erinnert uns an den Aufbruch. Den Aufbruch in der Kirche, in der Gesellschaft, damals die Veränderung in den Schulen, in Kunst und Kultur und im gesamten öffentlichen Leben. Und der Kern und das Herz dieses Aufbruchs war die Wiederentdeckung des Evangeliums. Gott sagt Ja zu uns. Und wir dürfen dieses Ja voller Vertrauen im Glauben an Gott annehmen. Das Evangelium, liebe Gemeinde, ist keine Geheimbotschaft, die wie die stille Post von Ohr zu Ohr leise weitergeflüstert wird, sondern sie darf laut gesagt werden, dass alle sie hören und verstehen, so wie ein Schatz, der gehoben wird und an dem wir uns freuen können, so wie in dem Anspiel der Konfirmanden. Schau mal, was ich hier habe. Ein altes Buch, das sieht aber sehr kostbar aus. Das ist es auch, ein Familienschatz. Familienschatz? Ja, dieses Buch hatten schon meine Großeltern und meine Urgroßeltern. Und auf jeden Fall steht hier etwas von 1735. Schau, wie wertvoll dieses Buch ist. Hier mit Silber verziert und einem kostbaren Ledereinband. Wo hast du dieses alte Buch? Das hat mir mein Onkel gegeben. Aber leider habe ich ein Problem. Und das wäre? Ich kann diese alte Schrift nicht lesen. Und daher weiß ich nicht, was für ein Buch das ist. Das ist eine Bibel. Eine Bibel? Was steht in einer Bibel drin? In den Geschichten der Bibel erzählen Menschen, was im Leben wichtig ist. Wie man in guten und schlechten Zeiten im Vertrauen auf Gott zurechtkommt und was Jesus in seinem Leben uns Menschen gesagt und vorgelebt hat. Übrigens hat Junker Jörg... Junker Jörg? Wer ist denn das? Kenne ich nicht. Das ist doch der Deckname von Martin Luther. Schau, da sitzt er. Wir schauen ihm einfach bei der Arbeit zu. Omoia estin e basilea ton uranum. Das Himmelreich ist wie... Oh je, da liegt viel Arbeit vor mir. Dieses alte Griechisch versteht doch keiner. Jeden Satz, jedes einzelne Wort werde ich übersetzen. Die Menschen sollen die Geschichte von Jesus kennen und die Briefe von Paulus selber lesen können. Das muss man doch endlich in unserer Sprache haben. Die ganze Bibel werde ich übersetzen für das ganze Volk. Ich schreibe, das Himmelreich ist wie... Seit ein paar Tagen liegt Martin nun schon auf der Wartburg. Hier wurde er versteckt vor dem Kaiser. Auf dem Heimweg vom Reichstag in Worms haben die Soldaten überfallen. Doch, das war in Wirklichkeit gar kein Überfall. Der Überfall war nur vorgetäuscht, um Martin vor dem Kaiser und den Bischöfen zu verstecken. Nun lebt er auf der Wartburg. Selbst die Soldaten und Ritter, die hier hausen, wissen nicht, wer dieser Ritter wirklich ist. Hier kann er in Ruhe arbeiten. Die Bibel ist ein Lebensbuch. In ihr erfahren wir, dass Gott uns liebt. Er macht uns froh und frei. Und die Bibel ist der Maßstab für den Glauben und das Gewissen. Deshalb soll jeder die Bibel studieren und seinen Glauben nähren und sein Gewissen schärfen können. Sie ist ein Schatz. Ja, liebe Gemeinde, wir können dankbar werden für die große Freiheitsgeschichte, die Gott unter uns immer wieder in Bewegung hält. Im Judentum gelingt es immer wieder neu, den Glauben an den Gott als Befreier wachzuhalten. Bis heute erinnern sie sich mit Leib und Seele daran. Sie kochen eine Mahlzeit, wie ihre Vorfahren sie damals gegessen haben. Sie rufen die alten Worte der Not in den Himmel und sie singen dann die Jubellieder der Befreiten. When Israel was in Egypt's land. Es ist wie ein Schatz, der von Neuem gehoben wird. Und Jahrhunderte später hat die Knechtschaft ein anderes Gesicht. Es gibt mittlerweile viele Regeln und Bestimmungen und für Paulus steht alles auf dem Spiel. Und er findet dann diese starken und leidenschaftlichen Worte für Gottes befreiendes Tun. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Werdet nicht der Menschen Knechte. Gott möchte, dass wir aufrecht gehen und stehen, dass wir vor ihm singen und beten und handeln und leben können, so wie er uns diese Freiheit schenkt. Und Paulus schreibt, es gibt nichts, was wir uns selbst verdienen
oder bezahlen könnten. Und diese innere und äußere Freiheit als Geschenk Gottes durch Jesus Christus an uns, die dürfen wir, liebe Gemeinde, in unserem Herzen immer wieder neu annehmen und als Freigesprochene dann auch an andere weitergeben. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Das stärke und bewahre uns im lebendigen Glauben zum ewigen Leben. Amen. Und der Gemeinde ist noch Folgendes bekannt zu geben. Ein herzliches Dankeschön allen, die auch an diesem Gottesdienst mitgewirkt haben. Und ein besonderer großer Dank geht wie immer auch an Bjarne, Lennart, Christian und Oliver. Danke für eure tolle Unterstützung. Die sonntäglichen Digitalgottesdienste, immer sonntags ab 8 Uhr, wird es auch weiterhin geben. Und schon jetzt lade ich herzlich ein, auch zu unserem öffentlichen Gottesdienst am kommenden Sonntag um 9.30 Uhr hier in unserer Kirche. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Rätselfragen rund zur Reformation. Erste Frage: Welcher Wochentag war der 31. Oktober 1517? Mittwoch, Freitag oder Sonntag? Die richtige Antwort lautet Mittwoch. Zweite Frage. Wie nennt man die 95 Sätze gegen den Ablass? Titel, Thesen, Temperamente. Die richtige Antwort lautet Thesen. Wo wurde Martin Luther versteckt? In einem Kloster, auf ein Schloss oder auf einer Burg? Die richtige Antwort lautet auf einer Burg. In wie vielen Tagen übersetzte Luther das Neue Testament? In 55, 77 oder 99? Die richtige Antwort lautet in 77. Welcher Begriff prägte die Reformation? Die Freude der Schöpfung, die Perle des Glaubens oder die Gerechtigkeit Gottes? Die richtige Antwort lautet die Gerechtigkeit Gottes. Wie heißen Luthers Gedanken bei den Mahlzeiten? Tischreden, Stuhlworte oder Tellersätze?
Die richtige Antwort lautet Tischreden. Wo war die erste Lutherrose zu sehen? Auf einem Bild von Lukas Cranach? Auf einem zu großen Ring? Oder im Schlossgarten in Wittenberg? Die richtige Antwort lautet auf einem zu großen Ring. Wir denken an unsere Lieben in der Nähe und in der Ferne und alles, was wir Gott in der Stille sagen wollen, bringen wir in einem stillen Gebet vor ihn. Danke Gott, dass du Gebete hörst. Amen. Und gemeinsam wollen wir nun das Vaterunser sprechen mit den Worten, die Jesus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir hören auf die irischen Segenswünsche. Der Herr sei vor dir, um dir den rechten Weg zu zeigen. Der Herr sei neben dir, um dich zu schützen. Der Herr sei hinter dir, um dich zu bewahren. Der Herr sei unter dir, um dich aufzufangen. Der Herr sei in dir, um dich zu trösten. Der Herr sei über dir, um dich zu segnen. So segne dich der gütige Gott. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. Und nun freuen wir uns auf ein musikalisches Nachspiel. Die Instrumentalversion des schönen englischen Liedes Look at the World, Schau auf die Welt, aus der Feder von John Luther in einem Arrangement von Hans-Peter Peiroth, gespielt von Hans-Peter Peiroth, Maren Salborn, Silja und Vanessa. Herzlichen Dank dafür.